Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Arcanum. Wir sind noch immer in der Villa von Malachy Ranch und laufen dort rum und töten Zombies. Ah, da ist noch ein Zombie. 12. Der ist besiegbar. Okay, da hinten waren wir noch nicht. Da hinten waren wir auch noch nicht. Wir gehen mal da in der Mitte hoch. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Und jetzt sind wir wieder rum. Keine Ahnung. Mal da mal als erstes eine Bonfire her. Oder 12. Greifen natürlich zuerst den Level 12 Typen an. Das dazu. Na dann machen wir mal einen Feuerball auf den hier. Schauen wir mal. Wo ist er nicht? Mein Lieber. Mein lieber Virgil hin. Better luck next time, sir. Wow. Da ist er. Hörst du auf, meinen armen Süßen gar zu vergiften. Good show, sir. Ja. Nach einem Dings, nach dem Critical Miss, ist das schon ganz gut. Wo Chuka mal drauf haut, bleibt kein Auge trocken. Mhm. Sehr brav, Virgil, du machst das gut. So, wir haben hier eine Kiste unlocked. Ah, ein Schlüssel. Für die Stiegen nach oben. Ausgezeichnet. So, links oder rechts, wo geht's nach oben? Also nochmal links. Disjammt die Tür. Also da kommen wir nicht rein. Das heißt, wir müssen rund um den Turm wahrscheinlich gehen. Was ist da? Diese Tür ist. Okay, da geht es offensichtlich nicht nach oben, sondern nach unten. Und da sind auch Level 22 Monster. Das heißt, die sind stärker. Das heißt, nach unten kommen wir wahrscheinlich erst später. Das heißt, wir müssen da zurück. Da durch. Und von dieser Seite versuchen wir durchzukommen. Das sollte jetzt eigentlich gehen. Funktioniert perfekt. Das sind Blutspritzer an der Wand. Sehr dekorativ. So, nicht vergessen, abspeichern ab und zu. Denn wir sind hier an einem Ort, wo wir die ganze Zeit kämpfen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir da wieder mal auf irgendeinen treffen, der so super stark ist, dass er uns alle umbringt. Und dann müssen wir alles noch einmal machen. Und das ist etwas, was ich nicht unbedingt haben will. Okay. Ein besser Skeleton, Level 3. Jetzt sollten wir mit klarkommen. Okay. Nichts zu looten.
Okay. Huch. Aha, hat uns jemand gesehen. Aber der hat einen Bogen. Allzu viel Schaden gemacht. Ich warte mal in Deckung, vielleicht muss er dann herkommen. Ich glaube nicht, dass der auf uns schießen kann, wenn wir da hinten sind. Oh, da kommen aber ganz schön viele. Das heißt, in dem Fall macht der Feuerball fast schon Sinn. Also, Feuerball. Und nochmal. Oh. Der hält einiges mehr aus. Ah, vielleicht sollten wir... Ausgezeichnet. Hallo, Hilfe. Warte mal, macht das. Nein, Healing. Ich will es gerne auf mich machen. Gut, weil dann kann man nämlich da eine Feuerwand direkt vor uns machen. Ich sehe leider überhaupt nichts. Meine Güte, das Spiel ist dämlich. Da will ich die Feuerwand hier machen, auf dieses Lesser Skeleton. Gibt's ja wohl nicht. Ach Gott. Jod. Nein. Aber vielleicht hätte ich doch Dings machen sollen. Einen Feuerball. Da sind gerade zu viele in der Nähe. Noch sehe ich was. Andererseits vielleicht auch nicht. Vielleicht lassen wir einfach meine... Hey, hörst du auf mich zu schlagen? Ich habe schon gesagt, dass ich nicht sehe. Hey, die haben Geld bei sich. Das ist ja toll. Und Pfeile natürlich, die keiner mehr braucht. Und wahrscheinlich auch Bögen, die niemand braucht. Hier ist noch ein Skelett. Und da gibt es eine Tür. Gehen wir mal zuerst durch die Tür. Hey, da ist ein Bett. Können wir das benutzen? Nein, Mist. Die Skelette halten mich davon ab. Was soll denn das heißen? War da schon jemand vor uns und hat das Haus ausgeräumt? Oder rennen die Skelette mit unseren Prunkstücken herum, die wir hier mitnehmen wollen? Ich finde das nicht richtig. Okay, das ist ein... Ach Gott. Ich mache immer mehr Schaden als den Viechern. Danke, Virgil. Wenigstens einer mag mich. Was ist eigentlich das da? Frage ich mich gerade. Jetzt gehen wir mal in die andere Richtung, bevor wir da runter gehen, oder auch nicht.
Schade. Das war natürlich jetzt auch cool. Skelett hat seinen Partner getroffen. Oh Gott, das sind viele Skelette. Level 12, Level 3. Okay, das heißt, wir müssen da auch hin. Gott sei Dank treffen die alle so mies. Sonst wäre ich wahrscheinlich eh schon tot. Au. So. Ihr zwei hättet jetzt gerne eine Feuerwand. Könntest du bitte aufhören, rund um mich zu rennen? In der Wand kriegen sie so automatisch Schaden. Mal abgesehen davon, dass Chuka auf den einen einprügelt und der deswegen wahrscheinlich gleich tot sein wird. Oh. Er wird auch von seinen eigenen Leuten umgebracht. Hey, wir sind ein Level gestiegen. Das ist ausgezeichnet. Ja, doch ausgezahlt, dass wir da her sind. Und noch einer, der von seinen eigenen Leuten umgebracht wurde. Okay. Das kommt weg. Hörst du auf mich zu hauen? Sag ich mal, spinnt sie? Lass mich alleine mit diesem Laser Skeleton. Okay, ich hab's besiegt. Yay! Ich bin so gut. Ich habe einen Critical Hit angebracht. Hört ja auf, meinen Namen Virgil zu schlagen. Was soll denn das? Wo kommt denn da jetzt noch einer her? Bevor ich angefangen habe, da irgendwie, ja, da hinten ist noch einer. Ach Gott. Na hey, da ist ja noch einer. Bevor ich mich noch verbessern konnte. Wow, wir sind ja so gut. Das ist Level 12. Wow. Na gut, während wir warten aufzuwachen, können wir in der Zwischenzeit, ja? Hier ein wenig weitergehen. Wir könnten bei Dodge auf 2 gehen, auf jeden Fall mal. Das macht zwar jetzt nicht mehr Schaden, aber wir werden auch nicht so leicht getroffen. Sollen wir das machen? Jo. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. So. Könnten wir bitte aufwachen? Danke.
Okay. Geh bitte. Wer schießt da auf mich? Hörst du auf damit? Nichts Besseres zu tun, als mich anzugreifen, bevor ich da alles plündern kann. Oh, Virgil hat auch schon keine Dings mehr. Keine Energie mehr. Das heißt, there is nothing to loot. Frechheit. Könnten wir wenigstens Geld dabei haben? Wo kommt denn das jetzt her? Ja, noch mehr. Okay. Und noch einer. Wehtun. Skelette. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Geht schlafen. Hm, ich ging schlafen. Ah. Nothing to loot, nothing to loot. Okay. Aber jetzt gehen wir bitte wieder zurück. Ja. Und looten da mal. Nichts, nichts. Wenig Geld. Noch ein bisschen Geld. So, eigentlich wollte ich da rechts noch weiter schauen, was da weitergeht. Machen wir das einmal. Hier geht's ins Nirgendwo. Hier gibt's ja gar nichts. Nicht mal X. Ist das arg? Na gut. Wir sollten hier ein bisschen rumrennen, weil unser Dings, unsere Fatigue sollte sich erholen langsam. Hey, ein Bett und eine Kiste. Eine leere Kiste. Und ins Bett darf ich mich nicht legen. Dieser Ort ist ziemlich sinnlos. Wenn es so weitergeht. So, dann gehen wir mal in die Richtung weiter. Da haben wir schon ein paar Monster gekillt. So, ich glaube, wir werden jetzt auch wieder unser Agility of Fire auf uns machen. Wir versuchen, um uns ein bisschen schneller und geschickter zu machen. Und wir haben außerdem schon wieder 42 Fatigue, also Erschöpfung quasi, aufgefrischt. Und dann geht's wieder runter. Da hätten wir auch raufgehen können. Gut, aber das interessiert uns nicht, weil wir suchen noch den Schlüssel für unten, weil in den Keller wollen wir ja auch. Und nachdem der unten im Erdgeschoss nicht zu finden war, muss er wohl hier irgendwo im ersten Stock zu finden sein. Ah, das sind viele, viele. Oh, ein Lesser Leech, aber nur Level 8.
Das schaut nach einer Chest aus, wo was drinnen sein könnte. Das ist etwas stärker da drinnen offensichtlich. Das heißt, wir werden nur wieder mal speichern, bevor wir reingehen. Ach, da ist noch eine Kiste. Na gut, versuchen wir das mal. Wenn der tot ist, sind die anderen verängstigt und gehen weg. Nö, schaut nicht so aus. Das kostet so viel Energie. Dieser Dings, dieser Feuerball, der ist zwar ganz nett, aber... Hey, was machst du da? Genau, lass mich alleine mit dem Leech, habt schon recht. Feiglinge. Ah, viel Feind, viel eher. Na super. Wieso schießen die alle auf mich? Die sollen auf den Leech schießen. Ich habe Angst, der trifft mich sicher jetzt gleich. Uh-huh. Der macht ein seltsames Geräusch. Ja, ja, gut. Den haben wir erledigt. Okay, so geht das natürlich auch. Was ist da unten? Schießt da. Au. Hey, ein neuer Zauberspruch. Der ist ja cool. Oh, ich lieg schon wieder bewusstlos am Boden. Ich sollte nicht laufen. Zumindest nicht im Kampf, wenn ich gerade stark verwundet bin. Oder halt nicht stark verwundet, verwundet war ich eigentlich eh nicht, sondern es waren nur diese So, schauen wir mal, was haben wir da? Hey, eine leere Kiste, ist das schön. Warum bin ich da reingekommen noch einmal? Haben die auch irgendwas Sinnvolles da, diese Viecher? Und Untoten? Offensichtlich nicht. Okay, ein bisschen Geld haben sie aber. Hey, ein fancy Ring! Und diesen Goldring und 260 Goldstücke, naja, schaut was an. Okay, für den Keller haben wir den Ring auch noch gefunden. Jetzt haben wir schon ganz schön viele Keys an dem Keyring, nämlich 5. Wird langsam richtig schwer und kriegen dich. Na gut, an dieser Stelle, Herrschaften, werden wir dann langsam Schluss machen. Ich werde mich jetzt wieder ins Erdgeschoss begeben und dann begebe ich mich in Richtung Kellergeschoss.
Und bevor ich diese Monster angreife, werden wir für heute Schluss machen. Hallo? Also bitte einfach durchlaufen. Ah, verstehe. Wir müssen so rennen. Weil da ja die Tür gejammt ist. Also nicht gelockt. Was doof ist. Na gut. Okay, also bis zu dem Zeitpunkt, Herrschaften, wünsche ich euch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann. Tschüss.